Nee, Ans. einfach gleich drücken. Gleich. Gleich. Ans. Gleich. Gleich sollst du drücken. Ja, hallo, willkommen wieder auf meinem Kanal Eckstein TV, ne? Und wir sind heute hier die Kappenfraktion, denn ich hatte keine Lust, meine Haare jetzt noch zu machen. Und mit einer Kappe, das muss mal gehen, das müsst ihr jetzt ertragen. Und ich sehe, du hast dich da ganz meinem Beispiel ja, angepasst. Super. Herzlichen Glückwunsch. Gut, ja, Svea, wie sieht's aus? Gibt es was, was wir machen könnten? Wir haben ja ein bisschen über diese Zuordnung gesprochen, ne? Proportionale, antiproportionale Zuordnung. Und ich schätze mal, mit dem Thema sind wir auch noch nicht ganz durch, oder? Nein. Was ist das hier? Hausaufgaben. Hausaufgaben? Ja. Hausaufgaben zu antiproportionalen Zuordnung. Was wissen wir nochmal über antiproportionale Zuordnung? Wenn ich eine Tabelle habe, also lululup, kurz nochmal vorher, ne? Wenn ich eine Tabelle habe, die ich jetzt hier mal horizontal zeichne, ne? Das heißt, die einzelnen Werte sind so nebeneinander, nicht untereinander. Ja, ich weiß. So machen wir mal hier. Sowas zum Beispiel. Größe 1 und Größe 2. Das soll jetzt hier meine Zuordnung sein. Und was weiß ich jetzt über den Zusammenhang zwischen Größe 2 und Größe 1? Was für einen Zusammenhang kennst du, wenn du dir das hier anguckst? Man sieht es ja ein bisschen auch. Naja, das wird verdoppelt und das wird gekürzt. Das ist richtig, genau. Das war ja die. So erkannte man eine antiproportionale Zuordnung, ne? Du verdoppelst das. Gleichzeitig wird aber der Wert der anderen Größe halbiert. Und da gab es so eine kleine, ich sag mal, so eine kleine, ja, Merkregel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man erkennt sehr, sehr schnell, ob eine Zuordnung Ach so, wenn es antiproportional. kleiner wird. Nie. Doch. Wenn es wo kleiner wird, hier unten? Nein, doch nicht. Nee. Gucken wir mal hier. Was kann ich mit den beiden Zahlen machen? Die könnte ich zum Beispiel. Mal rechnen. Ja, sehr gute Idee. Was kommt da raus? 12. Und hier? 12. So, weißt du jetzt, was ich meine? Ja. Und zwar? Der Quotient. Nein, wie heißt das nochmal? Genau, wie hieß das nochmal? Quotient war was Irgendwas anderes? mit H, glaube ich, oder? Was mit Und H? mit Y. Mit Y auch nicht. Pro. Aber das ist ja nicht der Proportionalitätsfaktor. Richtig. Aber das Ganze Ja. hieß Produktgleich. Duckgleich. Richtig. Produktgleich. Das heißt, das Produkt aus diesen beiden Zahlen ist für jedes Wertepaar gleich. Und wenn das so ist, 4 mal 3, 12, 6 mal 2, 12, 12 mal 1, 12. Wenn das so ist, haben wir eine antiproportionale Zuordnung. Ja. Ja, wichtig. Und bei der proportionalen Zuordnung war das nochmal nicht produktgleich. Da ist also nicht das Produkt von der Größe 1 und der Größe 2 gleich, sondern Quotientgleich. genau, quotientengleich. Das heißt also, Quotient ist, ja, wenn ich eine Geteiltaufgabe habe, also das Ergebnis einer Geteiltaufgabe, Ergebnis einer Division eines Bruches, das heißt, ich nehme Größe 2 und teile sie durch Größe 1 und das, was da rauskommt, das ist der Proportionalitätsfaktor und wenn der bei jedem Wertepaar derselbe ist, dann ist das eine Zuordnung, die proportional ist. Gut, wir haben hier aber antiproportionale Zuordnung und gucken uns jetzt erstmal die Aufgabe 3 an, die du hier als Hausaufgabe hast. Und die Susi vier und die und die 4 und die 5. So. Susi Ja. fährt auf ihrem Fahrrad von Randstadt nach Nidda in 30 Minuten. Sie fährt durchschnittlich 18 km/h. Frau, Herr ist durchgeschrieben. Frau Schmidt fährt mit seinem Auto, okay, mit ihrem dann. Sagen wir mal, Herr Schmidt fährt mit seinem Auto die gleiche Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h. Wie lange dauert die Autofahrt von Herrn Schmidt?
Also was wir wissen. Willst du mich veräppeln hier? Nein. Herr Schmidt, du Frau, wieso Frau? Herr Schmidt fährt mit seinem Auto also die gleiche Strecke wie die Susi. Die Frage ist ja nun, welche Strecke ist die Susi denn überhaupt gefahren? Das da. Wie das da? Von Radstadt nach Nidda ist sie gefahren. Richtig, super. Wie viele Kilometer sind das? Wo soll ich denn das wissen? Genau. 18 Kilometer pro Stunde? Ja, genau. Was steht da? 18 Kilometer pro Stunde. Richtig. Ja. Und wenn ich jetzt eine Stunde fahre, wie viele Kilometer habe ich dann? 18 Kilometer. Und jetzt guck nochmal die Aufgabe. Wie lange fährt sie? 30 Minuten. Also fährt sie 9 Kilometer. So schnell geht das. Ah. Also das heißt, ich schreibe jetzt mal hier so eine Art Dreisatz auf und kann jetzt also zuordnen, kann ich Folgendes. 18 Kilometer, also ich habe hier die Kilometer und hier die Minuten. Ja? Die Minuten. Und jetzt kann ich die Zuordnung machen. 18 Kilometer entspricht wie viel Minuten? 60. 60. 60. So, das ist meine Zuordnung, die ich hier aufstellen kann. 18 km/h fährt sie, also bedeutet das 18 Kilometer in 60 Minuten. Wir wollen jetzt wissen, wie viel sie in 30 Minuten fährt. Und was muss ich denn hier machen? Durch 2. Durch 2. Und auf der anderen Seite? Auch. Auch durch 2. Das heißt 9 Kilometer. Ja, würde ich auch sagen. 9 Kilometer fährt jetzt also die Susi mit dem Fahrrad. Das ist natürlich noch nicht antiproportional. Nee. Denn ich sag mal so, je schneller ich fahre, desto weiter komme ich auch. Ja. Gut, was wir jetzt wissen wollen aber, und das war jetzt hier eine Vorrechnung. Wie viel sie für einen Kilometer braucht? Wie lange? Muss man ja wissen, damit man das da ausrechnen kann. Ja, gut, genau. Also was wollen wir jetzt wissen? Der Herr Schmidt fährt die gleiche Strecke. Das heißt, ich weiß jetzt also schon mal, wie lange er fährt. Und er fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von? Du weißt gar nicht, wie lange er fährt. Nein, das wollen wir ausrechnen. Stimmt. Ja. Das wollen wir ausrechnen. Wie lange fährt Herr Schmidt? Wir wissen aber auch, mit wie viel km/h er fährt. Das heißt, mit wie viel Kilometer pro Stunde. Und zwar, wie viel Kilometer pro Stunde? 70. 70. Das heißt, ich kann wieder hinschreiben, 70 Kilometer in einer Stunde. Und das sind 60 Minuten. Diese Zuordnung kann ich schon mal hinschreiben. 60 Kilometer. 70 Kilometer in 60 Minuten. Und wir wollen jetzt wissen, wie lange braucht er für 9 Kilometer. So, und was mache ich jetzt? Jetzt kann ich mir hier die 1 hinschreiben. Was müsste ich hier rechnen? Durch 70. Auf der anderen Seite also auch. Durch 70. 60 durch 70. Ja, lasse ich jetzt mal einfach so als Bruch stehen. Muss ich jetzt noch nicht unbedingt ausrechnen. Nee. Und dann der nächste Schritt? Mal 9, richtig. Und auf der anderen Seite? Auch. Auch mal 9. Also habe ich hier 60 Siebzigstel mal 9. Das rechne doch mal bitte eben aus. Nicht im Kopf? Das ist ja natürlich zu viel. Obwohl, Moment. 60 Siebzigstel, kann ich das kürzen? Ja. Durch? 30. Hä? Nee. Durch? 10. Das wäre dann also 6 Siebtel. Mhm. Und 6 Siebtel mal 9, guck mal eben. 6 Siebtel mal 9 ist? Was muss ich mit der 9 machen? Muss ich die mal nehmen mit Weiß der 7 oder mit der 6? Mit der 6. Richtig. Das heißt, wie viel sind es dann? 6 mal 9? Warte. 54. 54? Siebtel. Und wie oft passt die 7 in die 54? 7 mal. 7 mal. Also habe ich 7 Ganze. 7 mal 7 sind 49. Und 5 Siebtel bleibt übrig. 7, 5 Siebtel Minuten. Ja. Und 5 Siebtel, das ist irgendwie eine fürchterliche Kommazahl. Bruch. Also 5. Ja. Und dann darunter
Siebtel. Ja. Und dann daneben kann man mal 1 rechnen. Mal 1? Ja, mal damit, eins. Damit 5 Siebtel rauskommen und dann kann man das in eine Kommazahl umrechnen. Richtig, aber ja. wenn du die mal 1 weglässt und jetzt einfach gleich drückst. Ans. Nee, einfach gleich drücken. Gleich. Gleich. Ans. Gleich. Gleich sollst du drücken. Hör jetzt auf. Oh ja, dann 5 Siebtel. Ja, 5 so. Siebtel. Und jetzt drückst du gleich. Da steht auch die Zahl da unten. Jetzt kannst du auch auf SD drücken und da siehst du auch, was das als Kommazahl ist. So, also 5 Siebtel Minuten. Das heißt, ist logisch, nicht? Er fährt ja viel schneller. Also brauche auch weniger Zeit. Ja. Ne? Mhm. Das heißt, was ist jetzt das Antiproportionale? Die Geschwindigkeit nimmt zu. Die Zeit nimmt ab. Richtig. Und zwar im gleichen Verhältnis. Fahre ich doppelt so schnell, brauche ich auch doppelt so wenig. Richtig, also ne, genau. Antiproportional. Richtig, das ist das Antiproportionale, obwohl wir hier in unseren 3 Sätzen jetzt hier, da war nichts antiproportional. Nein. Ne? Wir haben jetzt die Aufgabe gerade antiproportional nicht gelöst, sondern wir haben ja diese 3 Sätze gemacht. Ey, du weißt, ne? Ja, diese 3, das war ja proportional. Mhm. Wir können das Ganze aber auch in einer einzigen Tabelle, also mit einem Dreisatz lösen und der ist dann antiproportional. Und zwar, unsere erste Zuordnung ist ja 18 km/h in 30 Minuten. Ja, 18 Kilometer, nicht 18 km/h, 18 Kilometer in 30 Minuten. So, und wie wäre jetzt die Lösung, wenn wir das direkt antiproportional lösen sozusagen? So, jetzt lösen wir das Ganze antiproportional. Und zwar können wir die erste Zuordnung aufstellen mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h wird 30 Minuten gefahren. Die Frage ist, wie viele Minuten werden gefahren bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h? Die Strecke ist bei beiden 9 Kilometer. Deswegen können wir das auch hier in einem Dreisatz machen. Wir schreiben jetzt hier die 1 hin. Und rechnen auf der linken Seite durch 18. Und dann müssen wir auf der rechten Seite natürlich rechnen mal 18. Da wir jetzt eine antiproportionale Zuordnung hier haben. Denn je schneller er fährt, also je schneller die Geschwindigkeit ist, desto kürzer ist die Zeit für die 9 Kilometer. Dann haben wir hier 30 mal 18. Und im nächsten Schritt rechne ich mal 70 auf der linken Seite. Und dementsprechend aufgrund der Antiproportionalität durch 70 auf der rechten Seite. 30 mal 18 sind 540 und das Ganze dann durch 70. 540 durch 70, wenn ich das kürze durch 10, dann sind das 54 Siebtel und das Ganze als gemischter Bruch 75 Siebtel Minuten. Und das ist die gleiche Lösung wie in Variante 1. Gut, dann werden wir mal das ganz kurz nochmal machen hier. Hä? Und zwar... Aber wir haben das doch gar nicht gelöst. Aufgabe A? Ja. Doch. Wie lange dauert die Fahrt von Herrn Schmidt? 7 Stunden und 7 Minuten? Ja. Okay. Und 5 Siebtel. Wir haben aber Sekunden. Noch nicht B gemacht. Stimmt. B, habe ich ja fast vergessen. Ein Fußgänger legt im Schnitt 5 Kilometer in der Stunde zurück. Wie lange braucht ein Fußgänger, um von Radstadt nach Nidder zu laufen? Ja, machen wir das Gleiche. Also 18 Kilometer, 30 Minuten. Und jetzt haben wir ja nicht 70 km/h wie Herr Schmidt, sondern? 5. 5. Nee. So. 5 Kilometer in der Stunde. Ah genau, ja, das ist ja das Gleiche. Und dann mache ich wieder zwischen 18 und 5 die 1. Also muss ich wieder durch 18 rechnen und dann mal 5 und auf der anderen Seite antiproportional mal 18. Durch das 5. Haben wir ja gerade schon gesehen, ist 540 und das Ganze durch 5. 180. 180, 808. 108 Minuten wäre
insgesamt eine Stunde und? Warte, 48 Minuten. 48 Minuten. Boah, da hätte ich aber auch keine Lust. Sehr schön, das war Aufgabe 3. Und jetzt Aufgabe 4. Notiere, ob wahr oder falsch. Jede proportionale Zuordnung ist Nein, auch antiproportional. Ist falsch. Richtig. Was für eine Fiete. Weil entweder ist die proportional oder antiproportional oder was anderes, aber eine proportionale kann nicht auch antiproportional sein. So, eine Zuordnung, je mehr, desto weniger, kann auch antiproportional sein. Ja. Genau, das ist richtig, weil eine antiproportionale Zuordnung ist ja, auf der einen Seite wird es mehr, auf der anderen weniger. Ja. Eine Zuordnung, je mehr, desto weniger, also das gleiche wie oben, kann auch proportional sein. Nein. Nein. Kann es nicht sein. Weil bei einer proportionalen Zuordnung... Ist ja beides gleich. Genau, steigen entweder beide Größen oder sie fallen beide. Jede Zuordnung, je mehr, desto weniger, ist auch antiproportional. Ja. Jede Zuordnung, wenn es mehr und weniger ist, auf der... Nee, kann auf der einen Seite weniger sein und auf der anderen mehr. Ja, aber was muss denn speziell erfüllt sein? Guck mal, machen wir Folgendes. Ja, dass auf der einen Seite geteilt und auf der anderen Seite mal ist. Ja. Ja. Guck mal her. Hm, mach ich ja. So, hier ist das... erfüllt, dass auf der einen Seite wird es mehr und auf der anderen dann weniger? Mhm. Ist das antiproportional hier oben? Ja. Woran erkennst du das? Dass auf der einen Seite mehr wird. Nein, denk mal dran, was wir gerade gesagt haben. Ja, das... Wann ist das antiproportional? Wenn man das mal rechnet und dann da 12 rauskommt. Und das muss... Und auf den anderen auch? Ja. Ist gar nicht so schwer eigentlich, Nein. ne? Könnte man sich mal merken. Mhm. So, jetzt mache ich hier ein Beispiel. Je mehr, desto weniger. Richtig. Mhm. Also je mehr, desto weniger. Aber ist das hier auch antiproportional? Das kannst du ja feststellen, wenn du wieder nur das Produkt bildest. Mehr ist das ja nicht. Ach ja. Ja. Also viel, ich sag, viel einfacher geht's nicht. Du musst zwei Zahlen mal nehmen und das vergleichen. Hier kommt raus. Ach 12. Nein, das ist falsch. Da kommt 6 raus. Genau. Also ist bedeutet, das falsch. Also was bedeutet das jetzt hier? Diese Zuordnung ist zwar je mehr, desto weniger. Aber nicht antiproportional. Also ist das falsch. Richtig. Also richtig, dass das falsch ist. Wir werden jetzt gleich nochmal hier die Aufgabe 5 rechnen. Euch entlassen wir aber heute. Und ich denke, nächste Woche sind wir wieder am Start. Wahrscheinlich wieder mit Zuordnung und 9 Aufgaben. Denn das Thema ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Ne? Schreibt ihr nicht bald mal auch eine Arbeit? Ja, das sagt er morgen. Kommt noch. Also auch die Arbeit steht bald an und da werden wir noch mal ein bisschen üben. Gut, das war's für uns heute. Ich sag tschüss und du sagst auch tschüss. Ne? Tschüss. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Es würde nicht schaden, wenn ihr vielleicht meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich da sehr darüber freuen, wie wahrscheinlich jeder YouTuber. Ja, aber das war's auch jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.